Wir verstehen unter Wandel hoch 3 eine dreidimensionale Coaching-Ausbildung. Das heißt, es kommt zur Höhe und Breite, also zu der Fläche, übertragen vielleicht im Alltagsbewusstsein, eine andere Dimension dazu, nämlich die der Tiefe. Ja, Sigrid, wie schaffen wir es denn aus deiner Sicht, diese besondere Tiefe in unserer Ausbildung zu erzeugen? Ja, normalerweise geht man ja in einem Coaching oder auch in einer Ausbildung von kognitiven Dingen aus, das heißt von Konzepten. Wir möchten das ergänzen durch einen anderen Zugang, nämlich dass wir von einem Prozess ausgehen, und zwar einem Körpergeschehen. Das ist oft der Ausgangspunkt für unsere ganz praktische Arbeit. Das heißt, was nehmen wir im Körper wahr, um dann Gefühle damit zu verbinden und aber auch neue Wahrnehmungen. Und da durch eine ganz neue Basis zu bekommen für die Reflexion. Also das heißt, wir gehen von außen nach innen, um dann im Außen neue Impulse zu bekommen. Ja, und so sind auch alle unsere Coaching-Tools und Vorgehensweisen aufgebaut, dass wir innere Prozesse, tiefe innere Prozesse anleiten, um dann im Außen wieder handlungsfähig zu sein. Und darüber hinaus beziehen wir dieses Hoch 3 auch auf die eigene Person, diesen eigenen persönlichen Entwicklungsprozess und auch die Beziehung zum Coachee, zum Klienten, die eine ganz neue Qualität bekommt, wenn man Coaching mehr versteht als Räume öffnen. Als einen Raum halten und öffnen, in dem etwas Neues passieren kann. Und was ich so wunderbar finde an diesem Hoch 3, ist die dritte Dimension. Man lernt so ein neues Miteinander, eine neue Art der Verbundenheit und kann auch etwas gestalten. Wir arbeiten mit 12 Archetypinnen und Archetypen. Und jeden Monat erfährst du, wie du die Aspekte und die Kräfte dieser Archetypin, dieses Archetypens für dich und deine Klientinnen und Klienten nutzen kannst. Und wir kombinieren das mit Kinesiologie, mit Körperarbeit und anderen Methoden und achten sehr darauf, dass das auch alles online funktionieren kann. Das heißt, unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen lernen, wie sie solche tiefen Prozesse auch online gestalten können. Genau, und die Betonung liegt bei auch, weil wir können das auch in dem Auge-zu-Auge-Prozess anwenden, das, was wir hier gemeinsam erleben und erfahren. Ja, da sind wir schon bei der Frage, wie lernst du bei uns? Und vielleicht magst du mal das Padlet zeigen. Ja, da ist es schon. Genau. Das ist also unsere. Wir haben eine wunderbare Möglichkeit online über das Padlet, in dem wir Dinge hineinstellen und aber auch die Teilnehmer Dinge hineinstellen können. Und was ihr hier zum Beispiel seht, jedes Ausbildungswebinar wird aufgezeichnet. Das heißt, das steht euch auch im Anschluss noch zur Verfügung, wenn ihr mal was nachschauen wollt oder auch Jahre später vielleicht nochmal auf ein Thema zurückgreifen wollt, könnt ihr das tun. Darüber hinaus gibt es jeden Monat Buchtipps zum Thema, hier zum Beispiel zum Thema Schöpferin, Schöpfer, Schöpferkraft. Dann sind unsere Coaching-Tools hier immer beschrieben. Und es geht auch um Aspekte der integralen Kinesiologie, Sigrid.
Genau. Und was ganz wichtig ist bei diesen Coaching-Tools und bei unseren Modellen, die wir selber entwickelt haben mit den Archetypen, diese Coaching-Tools werden praktisch erprobt. Das heißt, wir machen ganz praktische Übungen im Partnercoaching und im Gruppencoaching online und geben auch ganz praktische Strukturen euch an die Hand, mit denen ihr das dann mal selber ausprobieren könnt. Darüber hinaus gibt es jeden Monat auch Meditationen zum Thema. Es gibt Zitatesammlungen, so zum Einstieg. Wir sprechen über den Archetypen, über die Archetypin im Speziellen und beantworten natürlich Fragen aus den Vormonaten und aus dem aktuellen Monat. Genau, oder vielleicht gibt es auch mal einen Abend, wo man nicht teilnehmen kann. Es sind ja zwei Dienstage, der zweite und dritte Dienstag im Monat von 19 bis 22 Uhr. Und manchmal kommt einfach was dazwischen oder jemand ist krank. Dann kann man sich das, was letzte Woche war, einfach sich nochmal anschauen. Genau. Was es auch noch gibt, sind Aufgaben, Übungen, Reflexionsaufgaben, Kontemplationen für die Zeit zwischendurch, die dann je nach der persönlichen Zeit und nach der gewünschten Intensität auch dann gemacht werden können. Genau, und ist es wichtig, auch dieses kreative Moment mit einzubauen, mit der Heldenreise zu arbeiten und anderen Modellen, die ihr auch im Coaching findet und vor allen Dingen auch mit Filmreflexionen zu arbeiten, weil damit kann man auch sehr gut online arbeiten und wertvolle Impulse geben für die persönliche Entwicklung. Unsere Ausbildung ist auf 12 Monate angelegt und der Einstieg ist jederzeit möglich. Ein guter Weg zu uns ist zum Beispiel das Buchen eines Schnuppermonats. Ja, nach 4, 5 Wochen weiß man, ob man dabei sein will, ob man dabei sein soll. Bisher sind alle geblieben. Genau. Und falls ihr mehr wissen wollt, ruft uns einfach an oder schreibt eine Mail. In diesem Sinne freuen wir uns auf euch.